Yo, what's up, man? Are you good or are you in the woods? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin vor 17 Sekunden wach geworden. Ihr seht so, the sun is shining, okay? Und vieles hat sich verändert, Freunde. Sehr vieles hat sich verändert. Ich erinnere mich, so, es wird so ein kleiner Talk, so als so talkmäßiger Talk, okay? Ich erinnere mich so an Zeiten, wo ich wirklich nichts hatte, gar nichts. Und nichts zu haben bedeutet nicht so, nichts zu haben. Das klingt jetzt komisch. Nichts zu haben ist nicht nur nichts zu haben. Es kann sein, du denkst, du hast nichts, aber du hast noch alles. Zum Beispiel deine Familie, Freunde, dies, das, alles Mögliche. Deine Schule, dein Leben, deine Hobbys, dein PC-Spiel, deine Fix-Unterlagen. Ja, und dann kommen mal Momente, wo du wirklich dann nichts hast. Also wo du begreifst, okay, Bro, ich kann mich einfach auf niemanden verlassen. Auf diesen gesamten beschissenen Hundesohn-Globus. Wirklich auf niemanden, den es gibt. Und wenn so ein Moment kommt, ist schwierig. Das ist dann, da musst du, ich weiß nicht, ob dir das jetzt hilft, Bro, aber da musst du ganz stark sein. Okay? Da musst du ganz, ganz stark sein, weil du musst quasi jemand sein, von dem alleine viele Leute entstehen, die füreinander da sind, weil quasi für dich niemand da war. Wisst ihr, ich meine? Stellt euch vor, ihr seid einsam und alleine, was ist die einzige Möglichkeit? Genau, sich Gesellschaft zu suchen. Und es kann genauso deep und emotional weitergehen, wie man sich das überhaupt vorstellen kann und von jedem möglichen Blickwinkel. Angefangen von, ich suche mir Gesellschaft und besaufe mich in Partyrausch und dies und jenes und gehe vielleicht drauf, weil es der wrong decision war. Oder ich bin verschlossen und introvertiert und kann das gar nicht. Ich kann diesen ganzen sozialen Kontakt gar nicht zulassen und werde deswegen quasi einen psychischen Tick entwickeln und habe Stimmen in meinem Kopf. Stellt euch das vor, dass es auch solche Menschen gibt, denen es wirklich so schlecht geht quasi. Versteht ihr? Und ab irgendeinem Level war auch in meinem Leben, Bro, ein Moment, wo ich gesagt habe, das ist schon schwer. Also ich glaube, jeder von uns hat mal so Momente, wo er sich sagt, Bro, das ist schon sehr schwer. Aber vertraut mir, egal wie schwer etwas ist, wenn ihr das dann schafft, eine Sache, wo jeder ja gesagt hat, Bro, it that's gonna work, it's not gonna work, man. Jeder hat dir das gesagt. Und sie haben dir gesagt, Bro, niemand noch nie auf diesem Planeten hat irgendwas Vergleichbares quasi getan auch. Auch dann quasi, wenn du der Erste bist, bist du ja quasi der Krasseste. Also ist jetzt die Frage am Ende des Gespräches, ob die Ansicht oder Einsicht der Negativität oder des wirklich Schlimmen, des wirklich sehr Schlimmen, ob das unsere Einbildung ist, was ich wahrscheinlich nicht glaube, sondern glaube ich, dass unser Kopf sich immer ständig weiterentwickelt. Wie ein Muskel. Am Anfang tun dir ein paar Kilos weh und irgendwann jucken sie dich nicht mehr. Ich glaube, Gehirn ist auch so. Es gibt emotionale Belastungen, die dein Hirn sehr krass belasten und deine Seele wehtun. Und wenn du da durchstehst, wirst du halt härter. Und vielleicht ist der Nachteil oder der Preis dafür, dass du härter wurdest, sogar deine Güte oder deine Sanftmütigkeit. Heißt es also, dass wenn ich ein Lappen bin, der komplett weiß ist, im Sinne von Sauberkeit, ich wurde einfach nur erschaffen als Lappen, also ein Putzlappen, nur für einen Zweck, einen Raum zu putzen. Und ich werde da rein quasi geboren, in diesen Raum. Ich bin der Lappen. Ich war einfach sauber, Bro. I did everything fine. Aber das System sieht es vor, dass du zum Bodenwischen da bist. Und so wischst du den Boden. Deine Reise beginnt am Anfang des Eingangs bei der Tür und sie endet am Ende der Halle. Jetzt bist du nicht mehr weiß und unschuldig und sauber. Aber bist du gleich dreckig oder nicht mehr gut, nur weil du dreckig bist? Oder hast du eine Aufgabe, die für dich vorbestimmt war, erledigt? Gibt es überhaupt etwas wie Vorbestimmung? Das sind alles sehr interessante Gedanken. Und solche Sachen gehen mir durch den Kopf, circa innerhalb von 0,7 Sekunden.
ist vielleicht die wahre Einsicht bzw. Reife des Lebens zu erkennen, dass nicht alles schön ist. Ich glaube, das ist es. Und wisst ihr, was auch nicht schön ist? Cringe ist jetzt nicht mehr schön. Komplette Talks beiseite. Ich stand so, hatte diese Gedanken im Kopf, dann nehme ich mein Handy so raus, dein Update, lese so, Cringe ist das Jugendwort des Jahres. Und ich bin ein Hund, egal wer sagt, er hat es erfunden, außer Soulja Boy und Flair habe ich es erfunden. Bro, war schon krass. Und das Ding ist, Cringe war in letztes Jahr, dieses Jahr ist Cringe, Cringe. Und wisst ihr, was richtig Cringe ist? Dass Menschen, die Cringe sind, ein Jugendwort küren, wo sonst nur cringige Jugendwörter sind. Und jetzt ist Cringe auch ein cringiger Jugendwort. Korrektes Deutsch auf jeden Fall. Freunde, ich wollte euch heute nicht ohne Upload lassen. Ich küsse eure Herzen. Ich weiß jetzt, wie euch so Gedankengänge manchmal so manifestierend zusammenreißen oder irgendwie vielleicht auch unterhalten. Juckt mich nicht. Abonniert diesen Kanal, damit ich Geld habe. Passt euch auf, like diese Folge, damit ich Geld habe. Geht zur Arbeit, damit ihr Geld habt und damit ihr meine Videos gucken könnt, damit genau ich Geld. Nein, Spaß, Geld ist komplett irrelevant, was wichtig ist. Esst Fruchtsaftkonzentrat.